Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab! Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die Matze Theo, das bin ich, interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen? Naja, also 5. Oh, noch 5? Ja, also 10 in Summe. Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika Diewitt. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge von Mats ab Vollbart nachgefragt an diesem, naja, eher stürmischen Freitag. Aber wir sind alle bereit fürs Wochenende und ich freue mich, euch wieder mit einem sehr tollen Interview beglücken zu dürfen. Denn es gibt Menschen, die sind so inspirierend, dass man denken könnte, genau für diese Menschen sind Fernsehformate oder Interviews und Podcasts gemacht. Und das trifft auch auf meinen heutigen Gast zu, denn sie ist seit mehr als 25 Jahren querschnittsgelähmt und hat sich entschlossen, vor allem in der Heimatstadt Hanau, Rollstuhlrampen aus Legosteinen zu bauen, für Geschäfte mit Stufen. Da kann es schon mal passieren, dass eine Rampe bis zu 8 Kilo wiegt und die Legosteine sind nicht neu gekauft, sondern gespendet und somit nachhaltig. Ein Erfolgsrezept mit großem Interesse auf Social Media. Und wer also in Hanau, in Österreich, in Italien und sogar in Paris unterwegs ist, kann per Lego-Rampe einfacher ins Geschäft und sich Gedanken machen über die fehlende Inklusion in unseren Städten. Danke für dein Engagement und herzlich willkommen, Rita Ebel. Ja, hallo, auch herzlich willkommen und vielen herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich auch sehr. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Und auch wenn jetzt meine Einleitung lang war, habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen, bevor wir in die einzigartigen Fragen gehen. Was muss man über dich noch wissen? Ach übrigens, genau, ich habe jetzt eine großartige Sportkarriere ausgelassen. Die darfst du hinzufügen, weil das ist ja wirklich, das ist ja, das muss eigentlich noch gesagt werden. Ne? Das in der Tat. Ja, es ist zwar lang, lang her, aber ich war mal Vize-Europameisterin im Wasserskifahren in der Kategorie im Trickski. Und Stand-Up-Paddling mit dem Rollstuhl machst du auch oder hast du gemacht? Also ganz viel, ganz aktiv schon immer gewesen. Damals, glaube ich, ja, auch gerne getanzt. Also ja, und das, genau. Also wirklich eine eher berührende, aber trotzdem eher auch inspirierende und motivierende Geschichte. Ich habe schon erwähnt, durch einen Unfall bist du querschnittsgelähmt, seit jetzt, glaube ich, fast 28 Jahren. Bist jetzt auch in der letzten Zeit und zu Recht in die Öffentlichkeit gekommen durch die Lego-Rampen. Die hast du nicht erfunden? Nein, das muss ich auch immer, genau, das möchte ich immer besonders betonen, ja, dass die Grundidee nicht von mir stammt, genau, ja. Aber ich die Idee halt aufgegriffen habe und sie einfach toll finde. Absolut. Und ich sage jetzt mal mit, ich meine, eine Rampe bauen, das haben wir als Kinder mit Lego sowieso gemacht, weil wir gedacht haben, das ist vielleicht ein Haus, das sieht ganz hübsch aus, aber das sah dann irgendwie doch aus für eine Rampe. Es ist eigentlich so simpel, ne? Mit Lego-Stein, also mit Baustein durch Spielzeug eine Rampe zu bauen, um halt barrierefreier im Alltag zu sein. Und das hat aber so eine große Wirkung, so eine große Wichtigkeit. Und ich glaube, ich muss nicht betonen, wie wichtig halt Inklusion und Barrierefreiheit ist. Dazu habe ich ja übrigens auch schon mit Raul Krauthausen gesprochen und mit Annette Schrumpf und ganz vielen zu diesem Thema. Aber wer meinen Podcast kennt, weiß, dass ich jetzt nicht frage, wie kamst du denn auf diese Idee? Weil das kann man überall nachlesen, das kann man überall nachhören. Du warst auch schon in der NDR-Talkshow, übrigens mit der Maike Bruck zusammen, die letzte Woche im Podcast waren. Das ist ein großer Zufall, der mich sehr gefreut hat. Ja, übrigens, ja, die ist total cool, die Maike, ja, in Hamburg total. Mit ihren Schippern, ja, genau, ja. Richtig, richtig, genau. Das habe ich irgendwie durch Zufall gesehen und dachte mir so eigentlich, warum saß ich da nicht? Doch, dann hätten wir alles mit einem Abwasch erledigen können. Genau. Spaß beiseite. Du hast hier 5 Fragen mitgebracht, die dir noch nie vorgestellt wurden, beziehungsweise worüber du wirklich mal reden möchtest. Und auch ich habe mir Gedanken gemacht und ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Wir fangen aber mit deinen an. Liebe Rita, ich freue mich sehr. Wie fühlt man sich denn bei einem Sektempfang, wenn alle stehen? Und ich finde das übrigens in Klammern ganz toll, dass du diese Frage stellst, weil die würde sich doch keiner trauen zu fragen. Von daher
Toll, dass du mit so einer Frage beginnst, ja. Ja, ich habe lange überlegen müssen, als du sagtest, ich müsste 5 Fragen zusammenstellen. Ist mir ein bisschen schwer gefallen und dann auf einmal kam so nach und nach, ja. Ne? Und das ist wirklich wahr, wenn man also irgendwo, oft ist es so, an Geburtstagen fängt so eine Geburtstagsfeier an, wenn man nicht gerade mitten in Corona ist, mit einem Sektempfang. Das heißt, alle stehen super toll an Stehtischen rum und so ein Rollstuhlfahrer, der ist auf der halben Höhe und fühlt sich wirklich sofort ausgegrenzt dadurch. Ja? Das Gespräch läuft über seinem Kopf ab. Man ist irgendwie, wenn man nicht das Glück hat, inkomplett Querschnitt zu sein, wie ich das jetzt habe, und kann mich auch mal kurze Zeit an so einen Tisch mit ranstellen, wenn ich mich festhalten kann, dann habe ich immer das Gefühl, ich gehöre dazu. Und wenn mir dann anfange, die Beine wackelig zu werden und ich mich wieder hinsetzen muss, dann ist das wie so ein Cut, jetzt bist du wieder weg vom Fenster. Und das ist echt eine ganz eigenartige Situation. Das kann man gar nicht so als Fußgänger nachvollziehen. Total. Und auch erst als ich deine Frage gelesen habe, habe ich gedacht, naja, klar, stimmt. Das nehmen wir ja natürlich ganz anders wahr als die Leute, so wie du, die natürlich im Rollstuhl sitzen. Ja. Und, Mir ging das auch, als ich noch im Geschäftsleben aktiv war, weiß ich noch, mir ging es, hatte ich einen Banktermin, schon nur mit Männern, aber das stört mich eigentlich nicht. Und da war ich im Rollstuhl, da wollte mich auch noch einer schieben, was eine Katastrophe ist. Wenn man ebenerdig fährt, braucht man nicht geschoben zu werden. Und erst dann, als alle am Tisch saßen und auf meiner Augenhöhe war, dann habe ich mich wieder gleichwertig empfunden. Und vorher die Leute gucken natürlich auf einem hinab. Es ist zwar nicht schlecht gemeint, aber man empfindet es tatsächlich so. Eine ganz blöde Frage, kann man das kommunizieren? Also du kannst ja nicht sagen, Leute, es ist für mich einfacher, wenn ihr euch alle hinsetzt. Kann man sowas auch formulieren? Oder bitte setz dich zu mir, damit ich mich einfacher mit ihr unterhalten kann. Wie passiert das? Also gerade bei solchen, Das ist relativ schwierig. Also es gibt auch Situationen, was ich dann immer total lieb finde, wenn jemand in die Hocke geht, um mit mir dann auf Augenhöhe zu sprechen. Das ist total lieb gemeint, aber dann sind wir zwei halt auf der Ebene und irgendwann tut dem auch von in der Hocke knien die beide weh und der steht auch wieder auf oder die. Ja, ne? Ist zwar eine unwahrscheinlich nette, aufmerksame Geste, aber sie ändert am Grundprinzip leider gar nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste auch nicht, wie man es ändern soll. Ne? Ja. Es ist einfach so eine legere Geschichte am Beginn von irgendeiner Feier, das so locker angehen zu lassen, dieses lässige Beisammenstehen. Ne? Das ist irgendwie ja so in uns drinne. Und ich glaube, wenn ich jetzt erwarten würde, dass man sich alle an den Tisch sitzt, dann ist diese Lockerheit weg, ja. Ne? Dieses Stehen und miteinander kommunizieren und vielleicht noch an den Nachbartisch rüber gucken, das wirkt einfach viel lässiger, ja. Aber wie gesagt, das ändert nichts daran, dass man sich leider ein bisschen ausgegrenzt fühlt. Ja, und da ist wahrscheinlich so ein Sektempfang ja nur ein kleines Beispiel, ne, von den ganz großen, oder von den zahlreichen Events oder Situationen, wo sowas stattfindet. Also Sektempfang bitte nur noch im Sitzen, gleich am Tisch liegen, Leute. Das würde helfen. Auf alle Fälle dann, wenn ein Rollstuhlfahrer mit eingeladen ist, genau. Ja, genau. Ja, genau. Es gibt ja, wenn es mehrere sind, es gibt sogar mittlerweile auch kleinere Tische oder wir als Rollstuhlfahrer, wir stellen uns dann einen Barhocker hin und stellen die Gläser da drauf und sitzen dann um so einen Hocker rum, dass man also auch das Gefühl hat, ne, man hat hier, also das wäre noch so eine Idee, wenn man weiß, dass ein Rollstuhlfahrer eventuell oder ganz bestimmt mit dabei ist, dass man ihm einfach auch wie einen kleinen Tisch hinstellt, wo er sein Getränk abstellen kann und nicht so ganz weg vom Fenster ist. Gell? Ja,
gute Idee. Ich habe auch letztes Jahr erst erfahren, wie eigentlich gar nicht inklusiv so Kinos sind in Summe. Ich habe gedacht, das ist wirklich Vorschrift und eigentlich schon gut durchgesetzt. Klar, die neu gebaut wurden, da ist das schon. Aber das hat auch Raul Krauthausen gesagt, wieder durch diese dann doch hinderlichen Brandschutzordnung ist das manchmal gar nicht möglich. Und da denke ich mir, das sind ja zwei Sachen, die beißen sich doch so sehr, das ist doch fast, also das ist doch idiotisch, ganz ehrlich. Ja, und wenn sitzt man meistens auf diesem Rasierersitz, ja, also ganz vorne in der ersten Reihe, sodass man dieses Gesamtbild gar nicht aufnehmen kann, ja, weil man viel zu dicht dran ist. Das ist dann auch noch oft so. Oder es gibt Veranstaltungen, da sitzt man hinter einem Gitter. Ja, da sitzt, fühlt man sich wie im Zoo. Dann ist abgegrenzt auf einer Seite, zwar lieb gemeint, damit da niemand hingeht, aber wenn man, stell dir vor, du sitzt irgendwo und hast so ein Gitter vor dir, ja, ne? Dann wieder so Thema weg, nicht zugehörig, nicht unter andere zwischendrin, sondern abseits, ne? Und das verstärkt das Gefühl, was man in vielen Situationen hat, dann leider immer noch zusätzlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man denn zu solchen Aktivitäten oder zu solchen Events dann geht. Oder Lokalitäten, muss man ja sagen. Ah, stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Ja, ja, genau. Ja. Jetzt haben wir schon über deine Sportkarriere gesprochen und ich wusste ja, dass auch eine kleine Frage kommt und du bist ja nach wie vor sehr sportinteressiert und auch aktiv und hast eine Menge zu berichten. Ich habe auch, ich glaube, es war sogar in der NDR Talkshow und auch in anderen Interviewformaten ganz viele Fotos auch gesehen, die du gezeigt hast. Wie gefährlich kann Sport im Rollstuhl sein? Beziehungsweise welchen Sport machst du jetzt noch im Rollstuhl? Also ich bin meinem Alter entsprechend etwas ruhiger geworden, ja. Ne? Und ich glaube dir kein Wort. Nein, die wilde Zeiten sind um. Also es gab so eine Zeit, das war nachdem meine jetzt komme ich wieder auf das andere Thema, meine zweite Ehe kaputt gegangen ist, da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich brauche so eine Bestätigung. Und dann habe ich mich umgehört, was außer Monoskifahren, was ich damals gemacht habe, noch alles möglich ist. Und das Tolle ist einfach, wenn man als Rollstuhlfahrer in irgendeiner Sportart anfängt und Kontakt zu den Leuten hat, dann wird man automatisch konfrontiert mit diversen Sportarten, die entweder neu hinzukommen oder die anderen schon gemacht haben. Also so bin ich dann ans Wasserskifahren gekommen, durch die Monoski-Gruppe und übers Wasserskifahren dann an Kajakfahren, an Paddeln, an Kite, was wir noch alles gemacht haben. Manchmal vergesse ich es alles schon wieder, ja, ne? Aber also ich muss immer wieder dazu sagen, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann. Ich hatte, als ich noch in der Erstversorgung hier in der BGU in Frankfurt lag, und dann hat meine Zimmernachbarin gesagt, sie geht jetzt in die Sporthalle und spielt Tischtennis. Und dann habe ich gelacht und habe gesagt, toll, habe ich halt zugeguckt oder was, ja. Und dann sagt die, nee, ich spiele. Dann habe ich gesagt, das geht doch überhaupt nicht, ja. Und das sind Dinge, man kann es eigentlich nicht vorstellen, nicht ewig, bis man es ausprobiert hat. Ich habe sogar Squash probiert im Rollstuhl. Das ist zwar lebensgefährlich, ja, da müsste man eigentlich so, ja, ich hatte einen Bekannten, der ist ein toller Squash-Spieler und hat auch Stunde gegeben und der hat gesagt, wollen wir das nicht mal ausprobieren, ja. Also eigentlich müsste man einen Sturzhelm aufhaben, wenn man gegen die Wände zufährt, dass man auch mit dem Kopf nicht an der Wand hängen bleibt. Eine Riesenschutzbrille, damit einem der Ball nicht in die Augen fliegt. Ne? Also das habe ich zweimal gemacht und dann habe ich gesagt, nee, also das lasse ich. Dann bin ich doch wieder zum Badminton zurückgegangen oder zum Tischtennis. Und also aus meiner Sicht raus, das Gefährlichste, was ich bis jetzt gemacht habe, ist 2 Kite-Kurse. Und da habe ich irgendwann auch gesagt, es hat mich unwahrscheinlich gereizt, alles auszuprobieren, wo ich irgendwie gehört habe, da wird irgendwas gemacht. Also außer in die Luft gehen, eigenartigerweise, also so aus dem Flugzeug rausspringen, so ein Tandemsprung oder sowas,
Das hat mich nie gereizt, weil ich da Angst vor der Landung hatte. Weil ich da immer Angst habe, dass an meine Beine, die ich mir so mühsam mit ein bisschen Funktion wieder aufgebaut hat, irgendwas passieren wird und dann gar nichts mehr ist. Ja? Aber alles, was ich bin, eine totale Wasserratte, was mit Wasser zu tun hat, da war ich sofort dabei. Deshalb habe ich gesagt, jawohl, ich mache diesen Kite-Kurs mit. Und hatte irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass das ja nicht ganz unproblematisch ist, ja, und nicht ungefährlich ist. Und habe immer von Anfang an gesagt, also man sitzt dann im Prinzip auf einem Brett in einer Sitzschale mit drinne, ist verbunden mit diesem riesen Kite, ja, der dann an, an so, so einem Gürtel um die Hüfte rum befestigt ist und der natürlich so ein Notknubbel hatte, an dem er so ein roter, an dem er dann ziehen musste, wenn es in irgendeiner Form gefährlich werden würde, dass man sich von dem Kite lösen kann. Und ich habe immer gesagt, wenn mich der Kite aus dem Wasser rauszieht mit meinem Brett und ich mit dem Brett nicht, nicht glatt wieder auf dem Wasser lande, sondern mit der Spitze ins Wasser eintauche und noch an diesem Kite hänge, da muss doch irgendwas passieren. Also die Lehrer dort haben alle gesagt, nee, das ist noch nie passiert, das kann auch eigentlich gar nicht passieren und. Mir ist genau das passiert. Ja, oh nein, um Gottes Willen. Ja, also nicht, dass ich es provoziert habe, um Gottes Willen. Ich fand das ja alles total irre und toll. Das fing schon an, dass man mit dem Kite-Buggy auf dem Watten auf dem Strand gefahren ist und geübt hat, mit dem Kite Flugmuster zu fliegen und, bevor man überhaupt ins Wasser ging. Also lange Rede, kurzer Sinn. Mich hat der Kite aus dem Wasser herausgezogen und ich bin beim wieder ins Wasser reinkommen, genau mit dieser Spitze ins Wasser. Mich hat es runtergezogen. So schnell konnte ich diesen roten Knubbel gar nicht finden, damit ich mich von dem Kite, von dem Schirm lösen konnte und bin dann einfach ja, tief ins Wasser gezogen worden und habe wirklich gedacht, also erstmal hat es mir einen riesen Schlag in der Rücke gegeben, dass ich gesagt habe, so, also jetzt bist du wirklich komplett quer. Das, was du dir in über 20 Jahren mühsam aufgebaut hast, ist jetzt alles komplett weg. Und dann dachte ich, komm nicht mehr hoch und habe wirklich gedacht, ich ertrink. Ja. Und hatte aber erstaunlicherweise keine Angst. Ich hätte eigentlich jetzt in Panik ausbrechen müssen und habe gedacht, naja, ich habe mich ja schon immer im Wasser wohl gefühlt, dann sterbe ich halt im Wasser. Ja, ne? Und dann... Ja, es war irgendwie ganz eigenartig. Ja, es war echt ganz eigenartig. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, es treibt mich wieder hoch. Und dann bin ich wieder mit dem Kopf raus und habe die entsetzte Gesichter im Boot von meiner Kite-Lehrer gesehen, die natürlich total, total neben der Spur waren. Und dann haben die mich also ins Beiboot reingehievt. Und da habe ich eigentlich erst gemerkt, was mir da passiert ist. Und als Begleitperson war meine Tochter damals mit dabei, die also am Strand war. Und dann dachte ich, mein Gott, nee, wenn die jetzt wirklich gestorben wärst, dann wären die jetzt hier tot mit dir an den Strand gekommen, die sind in freudiger Erwartung, hat es geklappt oder nicht. Und da ist mir eigentlich erst bewusst geworden, welcher Gefahr ich mir damit ausgesetzt habe. Ja, ne? Und dann wollte ich aber unbedingt, also dann haben sie mich zum Arzt gebracht, haben mich durchgecheckt, ich habe halt nur eine ordentliche Stauchung gehabt, bin nachts zigmal hochgeschreckt, weil ich das alles nochmal nachvollzogen habe und habe aber gesagt, zwei Tage später, ich will das nochmal machen. Ich muss diese Angst aus meinem Kopf rauskriegen. Ja? Ne? Und dann haben die aber gesagt, warte dich irgendwie extrem in den Wind zu fahren. Guck, mach sofort, lass sofort los und. Und dann habe ich es aber tatsächlich geschafft. Und das war ich die Einzige im Kurs, die dann ein ganzes Riesenstück mit diesem Kite-Flugmuster geflogen ist und gezogen ist. Und ich mich noch gefreut habe, dass die Begleitperson einen Helm mit einer Kamera auf dem Kopf hatte und gedacht habe, Bibi, das habe ich auf der Kamera. War dann hinterher die große Enttäuschung, dass sie vor lauter Schiss, dass mir wieder was passiert, vergessen hatte, die Kamera einzuschalten. Also es gibt
Es gibt's leider, leider nicht auf Film, aber die Erinnerung bleibt ganz, ganz, ganz intensiv. Aber ich habe danach gesagt, ich überlasse das bitte den Jungen, die Querschnittsgelähmte, die noch irgendwie den Kick brauche. Ich glaube, mir ist jetzt doch meine Gesundheit um einiges wichtiger und habe dann schweren Herzens gesagt, die Sportart ist für mich gestrichen, ja. Worauf habe ich mich hier bloß eingelassen? Das ist ja für alle sehr gefährlich, das Kitesurfen. Ne? Da ist ja auch wirklich schon das eine oder andere Mal was passiert. Ja, genau. Ja. Ich habe sogar eine ganz tragische Geschichte. Meine erste Chefin damals ist in einem Urlaub beim Kitesurfen umgekommen tatsächlich. Also das war ganz, 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 ganz tragisch. Aber sie war noch nicht zu Ende gesichert und da waren ganz fürchterliche, ich sage jetzt mal, Wetterverhältnisse und so, da war auch sehr viel Unglück dabei, ganz komische Umstände. Ja. Aber genau. Wasser spielt eine große Rolle, oder? Kein Wunder, dass du dich mit der Maike so gut verstehst, weil ich habe ja genau Wasser gehört. Ja. Ja, also das, ich möchte jetzt nicht die Zuhörer abschrecken, irgendwelche verrückten Sportarten mit einzugehen. Probiert bitte alles aus, was ihr in irgendeiner Form Angebote bekommt, genau, wo ihr den Mut dazu habt, das zu machen. Ja, das ist ein irre tolles Gefühl, wenn man irgendwas gemacht hat, was außergewöhnlich ist. Ja, was selbst sich ein Fußgänger nicht so getraut, und das gibt so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Macht es wirklich, checkt es dann irgendwann ab, ist es doch zu gefährlich für mich, wenn ich es ausprobiert habe, ja, dann nicht bis ausreize bis zum Schluss, aber nicht von vornherein sagen, nee, das geht gar nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, das geht nicht, einfach machen und ausprobieren, es ist ein einfach irres machen. Gefühl, ja. Ja. Das finde ich ganz toll. Und auch eine super Überleitung zu deiner nächsten Frage sind jetzt auch die Australian Open gewesen, weil ich denke mir immer, ich habe so einen Respekt, weil wir auch gerade über gefährlichen Sport gesprochen haben. Ich konnte mir das immer nie vorstellen, auch wenn ich mir das angucke. Rollstuhltennis, ich denke mir immer, das kriege ich nicht auf die Ketten, wie das funktioniert. Die müssen also stark sein, fit sein, schnell sein. Und ich habe da immer so den größten Respekt. Ich erzähle viel zu viel, gell? Du musst mich bremsen. Wenn ich so am Rede bin, komme ich so vom Hundertsten ins Tausendste. Ach, das passt. Wir kommen ja jetzt schon zu deiner fünften Frage, zu deiner letzten Frage. Was sind denn die Dinge, die am meisten wehtun, weil man sie nicht mehr machen kann? Ja, eigentlich das mit dem Tanzen, aber das konnte ich ja jetzt mit dem Rollstuhl eigentlich ziemlich auf die Reihe bringen. Was ich natürlich auch immer finde, wenn es dann auf einer Tanzfläche in die langsame Lieder geht, dann verschwinde ich wieder mit meinem Rollstuhl. Ja, ich würde natürlich auch gerne mal im Arm über die Tanzfläche geschwungen werden. Ja, ne? Also das ist auf alle Fälle, das tut weh, das tut nach wie vor weh. Was ganz arg weh tut, ich komme wieder aufs Wasser, Urlaub am Meer. Ich kann im Wasser schwimmen, das ist alles überhaupt kein Problem. Ich würde so liebend gern mal wieder diesen Sand an meine Füße spüren, obwohl ich es früher gehasst habe, wenn der Sand an den Füßen war. Aber jetzt, wenn ich die Füße so in den Sand strecke und versuche mich daran zu erinnern, wie dieses Gefühl ist, ja, das fehlt mir am Meer, und das am Strand entlanglaufen, so wenn das Wasser angeschwemmt kommt und über die Füße läuft, ja, ne, oder mit dem Partner Hand in Hand, so wie das hunderte anderen auch machen, am Strand entlang zu marschieren. Also das ist so eine Geschichte, da kämpfe ich jedes Mal, also so die erste Tage im Urlaub, da merke ich immer, dass die Tränen ziemlich nah sitzen, weil an das einfach die Erinnerung an das Gefühl ist immer noch da, und das fehlt einem. Und umgedreht genauso in den Bergen. Ich kann zwar mit dem Rollstuhl mit Lifte irgendwo in auf hohe Stationen hochkomme, aber ich habe auch da wieder nur einen gewissen Radius, in dem ich mich mit meinem Rollstuhl bewegen kann. Ich kann mit dem Fernglas aufs Gipfelkreuz gucken, ja, oder gucken, wie die anderen Leute so schöne umschlungene Wege hochmarschieren, und ich sitze halt und gucke mir das von weitem an. Also das sind so die drei intensivsten Dinge, die mir fehlen, die mir
nach wie vor wehtun und ich glaube, das wird auch irgendwie, das lässt nie nach. Das sind einfach so diese Herzensgeschichte, die man immer geliebt hat und die Fehler einem, also nicht im laufenden Leben, sondern immer dann nur in der Situation. Dann macht es einem ein bisschen traurig. Jetzt haben wir uns natürlich ganz viel über dein Privatleben unterhalten. Wir würden aber natürlich auch gerne nochmal über deine Karriere, also etwas erfahren. Und zwar, du bist ja auch auf Social Media als die Lego-Oma berühmt geworden und das zu Recht. Und natürlich möchte ich jetzt auch nochmal gerne über deine Projekte sprechen. Deswegen sind meine 5 Fragen auch eher darauf bezogen. Und du darfst mir hinterher sagen, ob es mir gelungen ist, ob ich dir einzigartige Fragen gestellt habe. Welches Thema eröffnen denn die Lego-Rampen durch diese öffentliche Reichweite, die du dir auch bekommst, abseits von der Barrierefreiheit? Wurden dadurch irgendwelche anderen Themen, die du vielleicht gar nicht erwartet hast, noch irgendwie mitbespielt oder eröffnet oder in den Fokus gerückt? Abseits von der Barrierefreiheit? Nee. Ja, also sagen wir mal, das Interesse an meiner eigenen Person, würde ich sagen. Ja? Oder? Total. Ja, ich glaube, ich bin halt schon so ein Rollstuhlfahrer, der nicht so in dieses typische Bild passt. Ich zieh mich bunt an. Ich bin immer geschminkt, wenn es nicht gerade zu Hause ist. Ich strahle relativ große Fröhlichkeit aus, weil ich eigentlich auch ein ganz, ganz positiver Mensch bin. Und das merke ich jetzt unabhängig von den Lego-Rampen, dass das einfach Türen öffnet und ganz viele Menschen dementsprechend auch viel unkomplizierter mit mir umgehen. Okay, das ist doch gut. Wie ist dann das so? Also auch für deine Enkelin, das ist ja die Nora, wo ja auch der Name die Lego-Oma entstanden ist. Ja. Wie ist das so für sie, die ja, ich sage jetzt mal, Digital Native, so wie wir ja auch alle sind, dass die Oma der Star ist? Ja, also da hat sie schon ein Problem damit. Es gibt so eine süße Situation. Sie sitzt im Schulbus mit ihren Schulkameradinnen und auf einmal ruft eine: "Ey Nora, guck mal da auf dem Bildschirm, das ist doch deine Oma." Und da war ich. Und dann sagt sie immer: "Oh, da meine ich, ich müsste im Erdboden versinken." Ja, ne? Und dann kam sie damals auch und dann hat sie gesagt: "Oma, wenn du nur nach Hanau gezogen bist," also wir wohnen erst jetzt im Mai, wir haben 6 Jahre, "wenn du nur nach Hanau gezogen bist, um berühmt zu werden, dann kannst du auch gleich wieder woanders hinziehen." Ja, ja, eigentlich hatte sie sich riesig gefreut, dass ihr Oma jetzt in der Nähe ist, weil vorher haben wir so fast eine Autofahrstunde voneinander weggewohnt und jetzt wohnen wir 5 Gehminuten voneinander entfernt. Und dann hat sie natürlich gemerkt, ab dem Zeitpunkt Lego-Rampe, dass ganz, ganz viel Zeit, die ich früher für sie hatte, auf die Lego-Rampen gegangen sind. Ja? Und deshalb kam das halt auch mit dem Lego-Oma, dass es sich bei ihrer Mama beschwert hat, bei der Oma geht es nur noch um die Lego-Rampe. Ja? Und dann sagte die Tochter: "Du hast halt jetzt eine Lego-Oma," und da ist der Name entstanden. Ja, ne? Ja. Und also sie finden das Projekt auch nach wie vor toll, aber sie finden es auch schon ein bisschen viel, was so für ein Hype drumherum ist, warum ich schon wieder auf irgendeinen Fernsehsender eingeladen worden bin oder sonst was oder schon wieder in irgendeiner Zeitung ein Bericht war. Das so übermäßig toll finden sie das, glaube ich, nicht. Ja, aber ich denke, im Inneren ist man, also wenn man aus dem Teenageralter raus ist, findet man es bestimmt cool, dass du mal bei Hubertus und bei Barbara Schöneberger in der Talkshow warst. Also damit kann man schon punkten. So wollte ich sagen. Ich kann mich daran erinnern, du hast in einem Interview gesagt, da hat deine Grundschullehrerin einen super Spruch in dein Freundschaftsbuch oder Poesiealbum, wie man es auch immer genannt Früher hat, reingeschrieben. Poesiealbum, ja. Poesiealbum, genau. Sich selbst überwinden ist der allerschwerste Krieg. Sich selbst überwinden ist der allerschönste Sieg. Warum ist deiner Meinung nach dieser Prozess nie zu Ende? Und wir haben gerade schon gehört, was du dafür getan hast, um auch wenigstens ein paar Schritte oder ein paar Gehminuten an Unterarmstützen zu laufen. Also das ist ja nicht nur mit, ich mache mal Physiotherapie einmal in der Woche, das ist mit
Training, Durchhaltevermögen und so ganz eng verbunden. Und ich habe mich so gefragt, das ist ja ein Prozess, der hört ja nie auf. Nee, der du bist hört ja nicht fertig. Auf. Du bist doch mit deinen Ego-Rampen nicht fertig, ne? Nee. Also es ist einfach so, dass man wirklich der Einzige, der einem im Weg steht, das ist man sich selbst, ja. Ne? Wir haben es ja vorhin schon gesagt, diese Bemerkungen mit, was denkt man, was anderen von einem denken, ja. Ne? Was erwartet jetzt irgendjemand von mir? Schaffe ich das? Kann ich das? Und von daher, also das fängt schon morgens an, wenn ich die Augen aufmache und denke, bin ich heute fit genug, um mal Gymnastik zu machen? Oder lasse ich es heute mal sein? Wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich es nicht mache, ist es gut, weil es mich wieder motiviert, aus dem schlechten Gewissen rauszukommen, dann doch irgendwas tun. Ja? Ne? Aber man muss erst mal so weit kommen, dass man in dieses schlechte Gewissen kommt, weil das kann man nur, wenn man wirklich eine unwahrscheinlich große Disziplin sich selbst gegenüber hat. Ja? Und das ist wie so eine Gratwanderung, in der ich eigentlich ständig lebe, zwischen dem überfordere ich mich oder lasse ich mich hängen. Diesen Mittelweg zu finden, der ist jeden Tag aufs Neue. Ja, und das fängt damit an, ob ich zu Hause Hausarbeit mache, ja, ob ich vielleicht dienstagsabends ins Tischtennis-Training gehe oder jetzt war ich zweimal zum Schwimmen. Man hat ja immer ganz schnell Entschuldigungen dafür, warum man irgendwas nicht macht. Ja? Ne? Jetzt habe ich ein bisschen Blaseprobleme, dann habe ich die Woche schon gesagt, ach nee, ich habe wie so einen beginnenden Blaseinfekt, ich gehe mal nicht schwimmen. Ja? Ne? Aber eigentlich war man so kalt, um schwimmen zu gehen. Ne? Das sind halt so diese. Und habe gedacht, oh ja, jetzt von der Couch hoch. Ne? Und das sind all diese ständige Überwindungen, die man eigentlich nur mit sich selbst ausmachen muss. Und das ist dieser tolle Satz aus diesem Poesiealbum, den ich als Kind überhaupt nicht verstanden habe. Ja, ne? Und der mir ganz bewusst eigentlich erst in meiner Situation in nach dem Unfall gekommen bin und gemerkt habe, dass ich wirklich eigentlich nicht gegen anderen Menschen kämpfe, sondern immer nur gegen mich selbst, gegen die Gefühle, die in mir drin sind, gegen die Ängste, die in mir drin sind. Und es ist wirklich ganz toll, wenn man diese Ängste überwinden kann, selbst überwinden kann, manchmal auch mit Hilfe von anderen, indem man Motivation auch mal von außen kommt. Aber die Hauptsache kommt aus einem selbst raus. Und ich sage immer, jeder Mensch findet irgendwo einen Punkt, wo er seine Kraft schöpft. Ich habe meine beste Freundin hat ziemlich früh ihren Mann verloren und hat ihr 3 Kinder alleine großziehen müssen. Die hat die Unterstützung in der Kirche im Glaube gefunden. Was ich am Anfang, ganz ehrlich gesagt, so ein bisschen gedacht habe, oh, was, jetzt geht's in die Kirche und betet, ja. Ne? Ich dann aber froh war, dass sie einen Punkt gefunden hat, an dem sie die Kraft schöpfen konnte, ja. Und ich sage immer, ich suche die Kraft in mir, ja. Also irgendwo steckt in einem selbst so wahnsinnig viel drinne. Und wenn man den Weg zu diesem Punkt findet, dann kann man so wahnsinnig viel erreichen, ja. Mhm. Ja, und dann spielt es eigentlich gar keine Rolle, woher diese Energie, diese Kraft, diese Motivation kommt. Und einige, das ist ja, ich glaube auch, das soll jetzt gar nicht so philosophisch klingen, ne? Aber warum ist dann auf allen Punkten dieser Erde auch schon vor tausenden Jahren überall so Religion und Glaube entstanden? Das muss ja mit einem gemacht haben damals, dass die Leute das gebraucht haben und sich daran festklammern. Ich spreche jetzt gar nicht von Fanatismus oder das Negative, was jetzt Religion bringt, sondern eigentlich ist Glauben und Religion ja was anderes. Da gebe ich dir jetzt recht. Also Glauben. Und ich habe auch mal eine Studie gelesen, dass auch gerade in Bereichen oder in Ländern, die sehr arm sind, denen es sehr, sehr schlecht geht, dass da der Glaube am stärksten ausgeprägt ist. Klingt jetzt, so wenn du das auch sagst, total logisch. Und zu sagen, da muss ich meine Energie, meine Kraft, meine Motivation herziehen, um vielleicht, das zieht man zwar an sich heraus, aber das kann halt so ein Motor auch sein, tatsächlich, ja. Und ich finde das ganz, also toll und bewundernswert, wie du sagst, ich brauche das schlechte Gewissen, um mich wieder treiben zu können. Ja. Ich glaube, da kann sich jeder kurz hinterfragen, weil da fallen einem jeden Tag etliche Situationen ein, wo man denkt, ja, und das ist ja, ich sage das immer ganz oft, so dieses Yin-Yang-Prinzip, ne? Man kann das eine oder das andere ja nicht wertschätzen, ne? Sonst würdest du ja nicht merken, oder das würde ja wahrscheinlich, denn wäre es keine Anstrengung mehr, sich auch so zu motivieren, ja. Genau. Und du tust es halt, ja.
Nicht schlecht. Ja, also liebe Grüße an die Grundschullehrerin, die wusste schon, warum sie dir das mit auf den Weg gibt. Und ja, anscheinend. Hast du dieses Poesiealbum noch? Ja, ich hab's noch. Ja. Ah, ja. Toll. Ja, toll. Ja. Ich hab's wirklich vor 2 Wochen, habe ich was anderes gesucht und hab's gefunden, habe gesagt, ach, wie toll, da steht's drin und hab das gemacht und eigenartigerweise wenn ich irgendwo erzähle, ich saß mal bei der Mammographie, genau, im Warteraum und oft kommt man ja mal in Gespräche, wenn nicht gerade jeder über seinem Handy sitzt, dann hatte mich eure Frau irgendwie angesprochen, ich werde halt so positive Ausstrahlung, trotzdem Rollstuhl und. Und dann sind wir auch auf diesen Satz gekommen und es saß drei Stühle weiter, saß eine ältere Dame und die kam dann irgendwann auf mich zu und dann sagt sie, ich habe ihr im Gespräch zugehört, könnte sie mir diesen Satz mal aufschreiben? Ich fand das sowas von toll, ja. Ne? Oh, und ja, das sind... Ja, also da steckt so viel drin, was ich mir als Kind überhaupt nicht bewusst war, aber mir ständig als Erwachsener bin. Und ich glaube irgendwie, das ist für mich wie zu so einem Leitfaden geworden, seitdem ich im Rollstuhl bin. Ja? Mhm. Okay. Mhm. Liebe ZuhörerInnen, ich werde auch diesen Spruch auch in die Shownotes packen, weil dann muss den keiner aufschreiben, sondern kann den gleich mit Screenshot speichern oder einfach kopieren, was auch immer. Nein, ist wirklich ein Satz, der jetzt nicht nur so, das ist jetzt kein Kalenderspruch, finde ich, so, sondern schon was zum Nachdenken. Bei wem haben dich denn die Reaktionen am meisten überrascht, so auch dieser Erfolg durch deine Lego-Rampen, bei den Betroffenen oder bei den Nicht-Betroffenen? Wo haben dich diese Reaktionen mehr überwältigt? Und ich habe jetzt überlegt, betroffen und nicht betroffen. Fußgänger macht hier nicht wirklich Sinn, weil es gibt ja auch Fußgänger mit Rollatoren oder mit Kinderwagen, die deine Rampen ja auch nutzen, ne? Die total happy sind, dass die Rampen dort zur Verfügung stehen. Ja, also was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, dass eigentlich die Reaktion aus den Nicht-Betroffenen noch viel größer ist. Ja? Weil das war was ich von Anfang an gar nicht auf dem Schirm hatte, eigentlich habe ich das ja gemacht, um Menschen mit Behinderung in irgendeiner Form zu helfen, ja, dass ich aber damit Menschen, die mit dem Thema nichts auf dem Hut haben, Aufmerksamkeit erregt und die Gedanken auf einmal ins Laufen kommen, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und mittlerweile bin ich der Meinung, dass das echt 50-50 ist, ja, dass auf der einen Seite ich helfe Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder mit den Kinderwegen und auf der anderen Seite die Menschen antriggern kann, um sich Gedanken über Barrierefreiheit oder eigentlich mehr über Barriereunfreiheit Gedanken zu machen, ja, die auf einmal Stufen sehen, die sie vorher nicht gesehen haben. Ich habe von einem Herrn, der mir eine Spende per Post geschickt hat und ich mich per Mail bei ihm wieder bedankt habe, der hat zurückgeschrieben, ich bin aufgrund von ihrem Bericht, den ich im Fernsehen gesehen habe, bei uns durch die Stadt und habe mir angeguckt, welche Geschäfte alle Stufen haben und habe festgestellt, dass wir in unserer Stadt ganz viele Stufen haben und zum Beispiel nur eine elektrisch öffnende Tür in den Läden gibt, ja. Ne? Und eine einzige elektrisch öffnende Tür, ja. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wo er gewohnt hat, ja, aber allein das, dass der mit dem Gedanke durch die Stadt ist, ja. Und da dachte ich, wenn ich das bei nur einem ganz geringen Teil der Menschen durch diese Öffentlichkeitsarbeit antriggern kann, dann habe ich so wahnsinnig viel gewonnen. Und da kommt auch ganz, ganz viel zurück, ja. Ne? Und auch ganz viel zurückbekommen. Ich war so ein bisschen überrascht, dass es ist jetzt kein neuer Fakt, dass natürlich also die positiven Reaktionen, ne, die kriegst du von Betroffenen und von Nicht-Betroffenen. Und ich habe gedacht, durch diese breite Öffentlichkeit und durch diese Reichweite, dass du dich kaum retten kannst vor Legostein und vor Support. Und deswegen die Frage jetzt mal so formuliert, warum wirst du denn von Nachahmern, von Spenden und von Unterstützung durch große Firmen und Politik überhaupt nicht überhäuft? Und das wundert mich, ehrlich gesagt.
Ja, das fragt sich eigentlich jede. Ja? Aber es tut keiner was. Es fängt keiner an mit, mit der Firma Lego, die null und nichts deswegen macht. Ja, da, ich glaube, da muss ich froh sein, weil ich ja die Rampen nicht verkaufe, dass Lego nicht schon eine Klage gegen mich führt, weil ich unberechtigterweise den Namen benutzt. Aber ich glaube, das ist, funktioniert nur A, weil ich die Rampen ja nicht verkaufe und B, weil sie ja eigentlich mittlerweile mitgekriegt haben, dass sie größere Werbung nicht kriegen können, wie seitdem diese Lego-Rampen deswegen hätte ich mich gewundert. Also ich hatte sie ganz am Anfang schon angeschrieben. Ich habe immer wieder Bekannte, die sagen, ich schreibe jetzt Lego an. Also entweder kommt zurück, nee, im Moment interessiert uns das nicht oder wir unterstützen andere Projekte oder sonst irgendwas. Ne? Ich habe dann auch schon geschrieben, ich würde auch, es gibt ja so 1B-Ware, ja, ne? Wo zum Beispiel ein Farbverlauf, wenn die durch die Maschine gehen und von grün auf rot gewechselt wird, dann gibt es ja Steine, Mischsteine, ja, ne? Die eigentlich nicht in den Verkauf können. Sowas würde ich ohne Probleme liebend gerne nehmen, ja. Ne? Und aber da reagiert niemand, ja. Große Firmen, da ist es öfters mal so, was kann ich, ob ich das schon sagen darf? Doch, bestimmt. Das Bauhaus, die haben so eine Zeitschrift, die, ich glaube, alle Vierteljahr oder so irgendwas erscheint. Da ist im Moment ein Bericht in Arbeit. In der nächsten Ausgabe wird da ein großer Bericht drüber sein. Das ist aber dann auch immer nur, also in Anführungsstrich, bin ja toll, dass es gemacht wird, ja, immer nur Bericht, da kommt dann dementsprechend nicht irgendwie, gut, wir spenden auch noch einen Betrag oder wir kaufen Legos und schenken ihnen die, ja. Na, wir sind jetzt seit einem Vierteljahr sogar unter die Trägerschaft von der Arbeiterwohlfahrt gegangen, weil dann doch auch, wenn ich eine Rampe ausgeliefert hat, das eine oder andere Geschäft gefragt hat, ja, darf ich Ihnen was an Geld geben? Und dann habe ich gesagt, wir verkaufen nicht und ich darf auch keine Spende annehmen, weil ich ja reine Privatperson bin. Deshalb haben wir das jetzt beendet und sind unter der Trägerschaft von der Arbeiterwohlfahrt und dann kann über die Arbeiterwohlfahrt gespendet werden, was dann aber komplett das Geld unserem Projekt zur Verfügung gestellt wird. Das ist wichtig, ne? Zu wissen. Gut zu wissen. Das packe ich auch in die Shownotes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da sollte unbedingt als Verwendungszweck dabei stehen, Projekt Lego-Rampen, damit es dann nach uns zugeordnet werden kann. So, jetzt now we are talking. Das werde ich auch so in die Shownotes packen, weil das ist natürlich auch wichtig, weil ich habe mich gefragt, ob man dir überhaupt damit einen Gefallen tun kann, wenn man sagt, alle, die Lego-Steine übrig haben, bitte. Doch, nach wie vor. Auch, ja? Und es muss sich auch niemand, also es ist auch immer so, dass meistens auf dem Dachboden oder im Keller irgendwo eine Kiste steht, wo halt so ganz gemischtes Lego drin ist. Das heißt, jeder weiß, ich kann kein Fenster, kein Räder oder Star Wars verbauen, ja. Da muss sich niemand die Arbeit machen und muss das vorher sortieren, sondern der darf einfach diese Kiste nehmen und sie an mich schicken. Denn wir stehen mittlerweile, das ist jetzt auch schon seit fast 2 Jahren, das kam über einen Bericht im Radio, im Hessischen Rundfunk 1. Also das ging darum, dass ich komplette Lego-Konvoluts annehmen, weil ich den Kontakt zu 2 Frauen, das nennt sich Pandoras Box, die handeln mit gebrauchten Lego-Steinen und die nehmen alle unsere Steine an, die wir nicht verbauen können und tauschen uns die Steine. Also bei uns wird nichts weggeworfen, das wird alles verarbeitet und wenn in der Kiste irgendwas drin ist, was mit Lego nichts zu tun hat, dann profitiert der Kindergarten von meiner Tochter davon. Dann ist ja auch klasse. Ja, wenn also es wird wirklich alles verwertet. Es wird wirklich alles verwendet und verwertet. Ja. Nachhaltiger also kann es gar nicht sein. Nachhaltig, genau. Ja. Super. Okay. Also, das heißt, ich wiederhole es nochmal gerne. Ich werde alles in die Shownotes packen. Dir kann man wirklich einen Gefallen tun, wenn man halt auch sich das Kinderspielzeug aussortiert und dir die Lego-Steine zur Verfügung stellt. Die Spenden gehen über die Arbeiterwohlfahrt und natürlich auch noch mehr Aufmerksamkeit. Wie viele Rampen hast du jetzt in Summe schon gebaut? Weißt du das? Also du selbst, weil das wissen auch viele nicht, nur du machst es ja wirklich selbst. Das wird mit Hammer und mit Klebepistole oder beziehungsweise mit Kleber. Du hast und Unterstützung. Das machst du wirklich komplett alleine in deiner Freizeit. Also nicht alleine, aber mit Unterstützung in deiner Freizeit. Ja, also wir sind im Team 9 Leute.
sind mittlerweile drei eigenständige Bauteams. Das heißt, von Anfang an waren es mein Mann und ich. Aha. Dann kamen meine Tochter und die Enkelin mit dazu und immer mal eine Freundin, die geholfen hat. Jetzt haben wir dann noch eine Dame, die von Anfang an zwischendrin mit reinkam, die sortiert hat und dann irgendwann gesagt hat, ach, ich würde mir auch zutrauen, das mal zu bauen. Die ist also jetzt auch fester Bestandteil. Das heißt, wir sind drei fixe Bauteams, wo ich immer den Auftrag komplett an das Team weitergeben kann und sagen kann, hier, so hoch ist die Stufe. Ich rechne dann immer aus, wie viel Noppen, wir sagen Nupsis dazu, wie viel Noppen, Nupsis in der Breite und in der Höhe gebaut werden müssen, ob der Bedarf an einem Logo dabei ist oder ob in Anführungsstrichen nur bunt gebaut werden soll, was natürlich bedeutend schneller geht, wie wenn man ein Firmenlogo mit reinnimmt oder wenn man für die Kinder bauen Motiv, wo gerade in ist, ob das aus Paw Patrol oder der Eisprinzessin oder so irgendwas ist. Also das hängt dann schon auf, weil dann muss ja allein schon der Entwurf für das Logo gemacht werden und da gehen Minimum immer schon 2 bis 5 Stunden drauf, nur allein um das Logo zu entwerfen. Das glaube ich, ja klar. Und die sehen klasse aus. Ich versuche auch ein paar Bilder bei Social Media dadurch zu verteilen oder zu zeigen, beziehungsweise kann man das ja auch bei dir, bei Facebook oder Instagram ja dann auch tatsächlich sehen. Genau. Wow, ja. Genau. Und ihr habt auch eine Bauanleitung, die geht in die ganze Welt. Es wurde schon vielfach auch nachgebaut und dadurch gibt es dann doch Nachahmer, ne, die ja genau diese Einfachheit übernehmen und dann einfach umsetzen. Also Einfachheit, meinte ich im Sinn, ne, von wegen, wir bauen durch Lego eine Rampe für die Inklusion, für die Barrierefreiheit. Und das ist eigentlich mein Anliegen. Mittlerweile sage ich immer, ich will nicht die ganze Welt bebauen, aber ich möchte die Idee durch die ganze Welt tragen. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg. Schon alleine mit diesem Matz-Up-Podcast. Also Rita, wenn es jetzt nicht noch besser läuft, dann weiß ich auch nicht. Oder besser rollt, müsste man dann auch wirklich fairerweise sagen. Ich komme schon zu meiner letzten Frage, liebe Rita, und die ist bei den meisten gleich geblieben. Und zwar, ich bin gespannt, was du sagst. Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Also, schwierig. Die erste Frage, wo ich nicht, sonst bin ich immer total spontan und habe sofort irgendeine Idee im Kopf. Also natürlich wird schon viel, ich glaube, jetzt muss ich einfach doch wieder auf das Thema Barrierefreiheit kommen. Es wird schon viel gemacht. Also ich will jetzt nicht diejenige sein, die schimpft und sagt, es wird nicht genug für uns gemacht. Genug wäre nur dann, wenn es wie in vielen Ländern zu einer Selbstverständlichkeit werden würde, dass Rollstuhlfahrer oder ganz einfach Menschen mit Behinderung in das normale Weltbild passe, ohne dass man das Gefühl haben muss, wieder Thema Ausgrenzung oder beiseite schieben, sondern dass es ganz selbstverständlich ist, dass Menschen ohne Behinderung mit Menschen mit Behinderungen zusammenleben können und ihren Spaß zusammen haben können. Ich finde es total irre, wenn ich als Rollstuhlfahrer Sport machen kann mit Menschen, die keine Behinderung haben. Und das finde ich, das müsste noch viel mehr ausgebaut werden. Dem ist fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Also was für ein schönes Schlusswort und was für eine tolle Zusammenfassung zu diesem großen Thema tatsächlich auch. Und damit kann man ja viel bewegen und es muss noch viel passieren. Ich glaube, darüber müssen wir, da können wir noch 2 extra Sendungen dazu machen. Und deswegen würde ich gerne nochmal betonen, mit Raul Krauthausen habe ich genau über diese Sachen besprochen. Also warum ist das so kompliziert mit dem Brandschutz? Warum ist das so kompliziert in der Politik? Ja. Warum ist auch Nachhaltigkeit nicht immer gleichzeitig die bessere Lösung für die Inklusion oder Barrierefreiheit? Der hat zum Beispiel gesagt, viele sind auf diese Plastikstrohhalme angewiesen, weil die anderen gar nicht möglich sind. Also da gibt es ganz viele Aspekte, die betrachtet werden müssen und über die man gar nicht Bescheid weiß. Das muss einfach in die breite Öffentlichkeit, da gebe ich dir recht, weil das sind immerhin mehr als 10% unserer ganzen Bevölkerung. Also sie sind, auch wirklich Teil unseres Lebens. Von daher
kann ich meinen letzten Satz von dem Intro nur noch mal wiederholen. Wirklich großen, großen Dank, vielen lieben Dank, liebe Rita, für dein Engagement und danke, dass du heute mein Gast oder meine Gästin warst und wir haben sehr viel gelernt und es macht dir einfach nur Spaß, auch zuzuschauen und ich werde die ganzen Berichte und Videos, die es zu dir gibt, auch noch mal verlinken, dann kann man sich ein umfassendes Bild machen und falls du noch ein paar letzte Worte hast, dann überlasse ich dir natürlich gerne die Bühne. Barrierefrei. Ja, also eine barrierefreie Bühne. Also Matze, vielen herzlichen Dank, dass überhaupt das Interesse an meinem Projekt und meiner Person besteht. Es hat irre viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern, auch mal über Themen, die vielleicht sonst nicht so in die Öffentlichkeit kommen. Das hat mir viel, viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass von daher noch ein bisschen mehr sensibilisiert wird, was es heißt, wenn ein Mensch mit Behinderung irgendwo auftaucht und bitte einfach alle Hemmschwelle überwinden und auch solche Leute mal ansprechen und mal ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Da gebe ich dir recht. Aber jetzt noch mal eine letzte Frage. Habe ich dir eigentlich einzigartige Fragen gestellt? Ist es mir überhaupt gelungen? Doch. Also die erste war halt mit dem Lego und Firma, das taucht immer mal wieder auf. Gell? Na, aber also mit der letzten Frage hast du mich schon ein bisschen in Verlegenheit gebracht. Aber dann kam so eine Antwort trotzdem. Genau. Ja, Gott sei Dank bin ich nicht auf den Mund gefallen. Aber ja, man versucht ja immer... Ich habe auch gar nicht gesagt, dass ich natürlich in einem fürchterlichen Dialekt spreche, aber ich kann natürlich auch Hochdeutsch, aber ich komme da nicht so authentisch rüber, wie wenn ich einfach so rede wie das, was mir in den Kopf kommt. Und ich glaube auch, das ist das, was die Menschen mittlerweile an mir mögen. Total. Ja. Okay, also... Ist es mir gelungen? Oder falls es nicht? Es ist dir gelungen. Okay, ja. Weil sonst hätte ich gesagt, du darfst dir für mich eine gute Tat ausdenken. So, aber wenn du sagst, mir ist es gelungen, dann ist es mir gelungen. Ja. Aber ich glaube, ich gehe mal einfach so nochmal auf Lego-Suche. Ich glaube, ich kann da auf der einen oder anderen Seite auch nochmal was herauszaubern. Das mache ich. Und dann werde ich auch nochmal Bescheid geben, liebe Rita. So machen wir das. Jawohl. Und das soll keine Werbung für Lego sein. Das soll Werbung für Rita sein, die Lego-Oma. Ja, prima. Das hört sich mal komisch an, wenn ich sage, die Lego-Oma, aber das ist halt dein Name, ne? Von daher. Genau. Ja, also da werde ich natürlich oft drauf angesprochen. Ja, also, die Lego-Oma. Aber so ist es. Ich habe hier einmal Rampe ausgeliefert hier in Hanau und in einem Rechtsanwaltsbüro und dann sagt er, ja, und wann kommt die Oma? Also ich bin sie, ja. Und dann sagt er, wer ist auf diese grauselige Idee gekommen, dieser Frau den Namen Lego-Oma zu geben? Aber ich muss dazu sagen, dass für mich das Wort Oma nichts mit Alter zu tun hat. Ich bin stolze Oma seit 14 Jahren und für mich hat es überhaupt keine Bedeutung in Bezug aufs Alter. Ja? Genau. Hm. Das ist es. Von daher, also liebe Grüße. Ich habe mir alle Namen gemerkt, hoffentlich an Rita, an Wolfgang und an Nora. Jawohl. So. Jawohl, und, genau. Und wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei sein wollt, dann macht es doch einfach, denn jeden Freitag 13.10 Uhr gibt es eine neue Folge Mats ab Vollbart nachgefragt. Und von daher entlasse ich euch und uns und wen auch immer in das Wochenende. Bis dann. Tschüss, Rita. Tschüss. Ich glaube, Ecke die Erste. Halimballim. Jo. Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probezeit. Mats ab.